Hallo und herzlich willkommen zurück bei Gnomoria mit mir, dem Fitzbahn. Eine ganze Weile lang ist es her, wo ich das Spiel aufgenommen habe und sind auch relativ wenig Folgen erschienen in letzter Zeit. Hatte ziemlich viel Stress auf der Arbeit, aber das erzähle ich ja nicht zum ersten Mal und sehr wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Aber nun habe ich Urlaub und werde sehr wahrscheinlich etwas mehr Zeit haben, mich um das Hobby des Let's Playen oder wie man das auch immer bezeichnen will, kümmern zu können. Gut. Da ich jetzt eine Weile lang nicht gezockt habe, muss ich mir erstmal einen kleinen Überblick verschaffen. Okay, die sammeln da noch gerade die Orangen auf. Die Distillerie muss, glaube ich, fertig werden, ja. Nur hat er mir die schon in Auftrag gegeben. Ja, da ist sie. Fässer fehlen noch. Da hoffen wir doch mal, dass die auch relativ zügig jetzt fertig werden. Ich glaube, eins steht da schon. Mal schauen. Ja, das ist schon auf der höchsten Priorität. Dann sollte das demnächst auch fertig werden. Und das mit der Mauer scheint ja echt ganz gut zu funktionieren. Bis jetzt wurden wir noch nicht angegriffen. Wir müssen halt nur ab und zu die Mauer aufmachen, damit die Gnome neu reinkommen. Das ist ja schon okay. Na gut, in der Zeit könnten wir eigentlich unten noch ein bisschen weiter buddeln. Terrain Mine. Oh, Strip Mine. Schauen wir mal, was uns das hier so bringt. Vielleicht finden wir doch noch die ein oder anderen Ressourcen. Könnte ja durchaus sein. Also da ist zumindest nur Dreck. Schade. Müssen wir vielleicht noch einen runter, wa? Ja, machen wir das Ganze mal hier. Genauso. Ich hoffe mal, dass da immer noch, dass da zumindest noch keine Monster spawnen. Ansonsten fände ich das sehr ungeil. Nein. Nein, zurück. Dick, stairs down. Genau. Das war's doch. Halt. Ich drücke immer die falsche Taste. Hier sind zumindest keine Ressourcen. Schauen wir mal, Fleisch weiter unten. Da geht es zumindest weiter mit dem Granit. Erstmal hier eine kleine Fläche, worauf die Gnome sich bewegen können. Aber wir müssen uns dringend ums Trinken kümmern, weil ansonsten verdursten uns die Leute schon wieder. Ups, andere Richtung. Na, die Distillerie wird, glaube ich, jetzt fertig. Und dann müssen wir ganz, 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 ganz dringend zu trinken herstellen. Stopp. Immer mit der Ruhe. So, Distillery. Wine, schauen wir mal. Ja, Orangen, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dann machen wir das Ganze jetzt. Oh. Bis. Ne. Momentchen. Machen wir das Ganze bis. Ne, 20 zu wenig. Machen wir 50. So. Könnten auch Bier herstellen, oder? Okay. Distillerie Hamme. Dann könnten wir doch jetzt noch eine Küche machen. Wo haben wir das denn? Bild? Workshop? Kitchen. Da steht es ungünstig.
Ach, machen wir es dahin. Ich glaube, da passt es ganz gut. Aber immer noch keine Metalle. Und dabei ist die Karte gar nicht so groß. Das ist ärgerlich. Aber nützt ja nichts. Ein paar Metalle wären schon nicht schlecht. Dann könnte man nämlich schon ein bisschen weiter planen. Schade. Bis jetzt haben wir auch noch relativ wenig Kohle gefunden. Gut, die könnten wir zur Not auch aus dem Holz herstellen. Müssen wir noch einen Stonemason machen. Aber steht der nicht hier schon irgendwo? Zumindest sollte er hier irgendwo stehen. Stonecutter haben wir da schon mal und einen Stonemason. Ja. Chair, Workbench, ja. Hilft nichts, müssen warten. Ja, zumindest trinken pendelt sich im Moment erstmal ein bisschen ein, ist schon mal nicht schlecht. Gröbste Gefahr erstmal ab beseitigt. Da haben wir aber nichts mehr. Da könnten wir noch hier die Äpfel ernten. Weil 80 Essen ist jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Forage. Ach, komm, machen wir einfach mal alles. Ist ja im Endeffekt egal. Wir brauchen die Baumwolle ja auch. Und mit den Samen können wir ja dann nachher auch ein Baumwollfeld machen. Na, gucken wir mal unten. Ich hab getan. Ja, das sieht doch nach irgendwas aus, oder? Wenn es nur Kohle ist. Metall wäre mir zwar lieber. Wall, schauen wir mal. Was sich da so verbirgt. Hätten wir noch Erdbeeren. Trinken steigt langsam. Da bin ich ja schon mal ein bisschen beruhigt. Aber ich glaube, die Holzleute brauchen eine Verstärkung. Populations, Professions. Momentchen. Farmer, Woodcutter. Na, Woodcutter haben wir schon drei. Da müssen wir mal schauen, was deren Aufgabe denn alles ist. Na, sollte eigentlich passen. Haben die sehr wahrscheinlich wieder nur zu viele Aufgaben. Die sind fleißig am Farmen. Das finde ich gut. Schauen wir mal. War da schon jemand? Ja, was haben wir denn da? Ja, doch, nur Kohle. Naja, egal. Nehmen wir die trotzdem mal alle mit. Ah, was mache ich denn da für einen Mist? Schauen wir mal. Vielleicht gibt es da noch mehr. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen Bedenken, noch viel tiefer zu gehen. Bis jetzt bin ich zwar noch keinen Monstern begegnet. Zumindest nicht in der Tiefe. Ja, das braucht natürlich alles seine Zeit hier.
Müssen aber erstmal gucken, dass wir die normale Grundversorgung wiederhergestellt bekommen. Essen ist ja langsam wieder über 100, also das beruhigt mich zumindest schon mal, aber Trinken sinkt wieder, weil wir da im Moment, glaube ich, nur einen haben, der das herstellt. Schauen wir mal. Ich glaube, die Farmer machen das doch, ne? Schauen wir doch mal. Farmer. Cooking Brewing, mhm. So. Den haben wir, da haben wir zwei. Und dann schauen wir mal, was kann der denn? 24 Farming. Dann machen wir den doch noch zu einem Farmer hier, den Ziel. Ne? War doch der. Jawohl. Halt da. So, dann hoffe ich mal, dass sie sich die Arbeit ein bisschen aufteilen können. Was ist das denn hier eigentlich? Dirt Floor? Sieht so aus, als ob das irgendwas ist. Naja. Unten ist nichts mehr außer Kohle gewesen. Hm. Noch weiter runter oder lassen wir das jetzt erstmal? Ich glaube, wir kümmern uns jetzt erstmal wirklich um die Grundbedürfnisse, dass hier die Produktionsketten zumindest auch mal stehen und dann buddeln wir uns ein bisschen weiter nach unten, weil Metalle brauchen wir ja auch. Und dann werden wir die Strohbetten hier auch mal ersetzen. Mit richtigen Betten. Aber dafür müssen wir erstmal den ganzen anderen Rotz hier fertig haben. Zumindest Holz ist noch was da. Wir müssen aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir das ganze Holz umsonst da wegballern. Und dann nachher keine Setzlinge haben und dann wieder hier alles aufmachen müssen und dann werden wir wieder von Goblins überrannt. Da lege ich diesmal nicht so großen Wert drauf. Ja, wir könnten viel schneller fertig sein, wenn das hier endlich mal fertig würde. Kann doch auch alles da hergestellt werden, oder nicht? Hm. Irgendwas läuft hier noch nicht so, wie ich mir das wünsche. Hm, was haben wir denn noch an Workshops? Ja, eine Sägemühle, ne? Eine Sägemühle bräuchten wir doch noch. Ohne Sägemühle. Deswegen dauert das sehr wahrscheinlich so lange. Ja. Komm ich einfach mal dahin. Workbench. Schade. Da kann ich das nicht angeben. Also das, wenn das vielleicht einer rausfindet, ja, wie man sich alle Aufträge anzeigen lassen kann, um die dann in den Prioritäten zu ändern, das wäre für mich einfacher, finde ich, als immer in den einzelnen Werkbänken das da einzustellen, welche da jetzt Priorität was hat. Lieber die Aufträge einzeln, da könnte man viel präziser einstellen, was man gerade machen will. Bäume, da ist noch nichts. Noch nichts Neues. Schauen wir uns mal ein bisschen oben um, wenn wir da vielleicht noch was anderes haben. Aber ich sehe auch, unsere Zeit für diese Folge ist jetzt auch um. Und drücke dann hier jetzt auch mal
ganz kurz auf Pause und, Momentchen, so einfach nur pur im Wald zu gucken, ist ja auch blöd. Also, wenn ihr Tipps und Hinweise habt, wie immer gerne in die Kommentare rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch was, euer Fitzbahn. Ciao.